Nagellack entfernen. Wie machst du das am besten? Womit? Und was sind die Risiken? Mehr dazu gleich. Die gängigen Nagellackentferner, die enthalten Aceton. Aceton ist jetzt nicht unumstritten, denn es kann zu trockener Haut, trockenen Nägeln und damit auch zu brüchigen Nägeln führen. Und wenn du es einatmest, also es gehört auch zu den Mitteln, mit denen gerne geschnüffelt wird, das kann zu Übelkeit, Benommenheit, ja, es wurde auch von komatösen Zuständen berichtet. Bis dahin kann das auch führen. Aber das sind natürlich hohe Konzentrationen und in ungelüfteten Räumen. Also es gab einen Versuch mit verschiedenen Teilnehmern von einer geringen Konzentration angefangen bis hin zu einer hohen Konzentration. Die sollten eben Aceton einatmen und angefangen. Und einige klagten über Reizung an den Augen, im Hals und wie gesagt, das Schlimmste waren eben diese komatösen Zustände. Ethylacetat gilt als nicht gesundheitsgefährdend. Du musst aber länger an deinen Nägeln reiben, damit der Lack auch wirklich abgeht. Und auch Ethylacetat kann die Nägel austrocknen. Naturkosmetikhersteller, die bieten ein Gemisch aus Bioalkohol und Zitronenöl an. Und es gibt auch die ganz einfache Möglichkeit, Zitronengrasöl oder eben Lemongrasöl zu verwenden. Und dazu brauchst du halt nur einen Wattebausch und ein paar Tropfen Lemongrasöl. Und das ist vollkommen risikofrei. Das hat keine Nebenwirkungen. Wenn du es allerdings noch mehr auf der Haut anwenden möchtest, empfiehlt es sich, dann noch ein gutes Pflanzenöl dazuzugeben, Kokosöl zum Beispiel oder auch ein Olivenöl, ein Mandelöl. Denn Lemongrasöl pur auf der Haut kann stark wärmend wirken. Aber hier geht es ja auch erstmal um deine Nägel. Und wenn du die richtige Marke hast, dann gibt es sogar Lemongrasöl, was du in der Küche verwenden kannst. Das probier doch mal mit deinem herkömmlichen Nagellackentferner.